Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Höferlin, ich muss sagen, eigentlich nichts mit Service-Opposition, nichts mit neuen Inhalten in diesem Antrag. Wenn ich was von Service entdecken konnte, dann dass ich kurz überlegt habe, ob ich einfach meine Rede aus Februar noch mal halte zu dem Antrag der Grünen, denn irgendwie haben Sie wenig neue Punkte mit Ihrem Antrag aufmachen können. Und wissen Sie, was mich ehrlicherweise dann auch sehr geärgert hat beim Lesen? Ihr Kollege Herr Lindner twittert irgendwas von German Mut und Mut zum großen Denken, und dann legen Sie Ihren Antrag vor, wo Sie eigentlich nichts machen, außer Deutschland schlecht zu reden. Von vorne bis hinten reden Sie dieses Land schlecht. Und bei allen Defiziten, die es ja vielleicht auch gibt, muss man schon sagen, es gibt aber auch gerade im Digitalbereich vieles Positives. Deutschland, warten Sie ganz kurz ab, Frau Kollegin. Deutschland steht nämlich nicht nur in der Industrie gut da, Deutschland steht eben auch mit einigen guten Beispielen im Bereich der Start-up-Szene sehr gut da. Das Münchner Datenanalyse-Team von Celonis hat übrigens letzte Woche erst etwas geschafft, was europäischen Unternehmen im Moment in diesem Bereich sehr selten gelingt. Sie haben nämlich die 1-Milliarden-Dollar-Grenze beim Firmenwert geknackt. Celonis nennt übrigens seine Technologie Process Mining und sorgt dafür, dass sie, indem sie die Daten von Unternehmen durchleuchten, Schwächen und Ineffizienzen aufspüren. Ich schenke mir an dieser Stelle hier mal jeglichen Vergleich zu dem heutigen Antrag. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Höferlin? Ich glaube, ehrlicherweise, in Anbetracht der Zeit schenken wir uns das für den Moment. Aber wir diskutieren das Ganze ja im Antrag, und dann schauen wir weiter. Das ist nicht schwach, das ist zeiteffizient, aber wir diskutieren das mit Sicherheit im Ausschuss, und dann können wir beschleunigt damit weitermachen heute. Also, das heißt, Deutschland Zukunft, und da bin ich mir, deswegen kommt dieser Vergleich hier auch sehr richtig, Deutschland Zukunft liegt mit Sicherheit darin, dass wir die Stärke unserer Industrie mit unserer Stärke von Innovation, von Daten zusammenbringen. Und wir konnten das ja sowohl auf der CeBIT wie auch bei der Hannover Messe sehen, dass wir an der Stelle gut dastehen. Also bitte hören Sie auf, uns schlecht zu reden. Helfen Sie uns aber gerne dabei, Dinge zu beschleunigen, dort, wo wir beschleunigen müssen. Wir müssen mit Sicherheit auch mit dem Verkehrsministerium jetzt schnellstmöglich dazu kommen, dass wir die Förderkulisse für den Glasfaserausbau hinbekommen. Da können Sie uns gerne dann helfen, dass wir das auch entsprechend schnell umsetzen. Wir sind dabei, wenn es darum geht, den Ausschuss für digitale Agenda zu stärken. Und deswegen haben wir als SPD übrigens diese Woche ein Eckpunktepapier dafür vorgelegt, wie wir auch in der aktuellen Wahlperiode die digitale Agenda fortschreiben wollen, wo wir als SPD die Prioritäten setzen, wie wir strategisch vorgehen wollen. Das ist für uns übrigens eine planvolle Stärkung des Ausschusses für digitale Agenda. Und eine Sache, das muss ja aber noch mal deutlich erwähnt werden, hat mich sehr irritiert beim Lesen Ihres Antrags. Ausgerechnet Sie loben hier China quasi zum Best Practice, wenn es um den Bereich künstliche Intelligenz geht, auf. China, die im Bereich künstlicher Intelligenz gerade ein Social Credit System einführen, wo Bürger gelistet werden, bewertet werden, ihre Rechnung nicht bezahlen, die bei Rot über die Ampel gehen und quasi zu Bürgern zweiter Klasse degradiert werden. Wo ein Vertreter der Kommunistischen Partei das so am Ende schlussfolgert, dass diese diskreditierten Menschen, dass ihnen jeder einzige Schritt schwer getan werden muss. Es geht also offensichtlich in dem Fall darum, dass China den kommunistischen Musterbürger erschaffen möchte. Und dass ausgerechnet Sie als FDP das als Beispiel hier loben, das ist doch ehrlicherweise an Realsatire nichts zu überbieten. Unterm Strich, nett gemeint, netter Versuch. Das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Denken Sie darüber beim nächsten Mal nach, wenn Sie den Antrag formulieren. Danke sehr. Mit diesen Worten schließe ich die Aussprache. Tagesordnungspunkt 15a.